Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Anfang des Monats, wenn ihr das Video seht, ist der 3. Juli und das heißt Labervideo. Jetzt ist es allerdings so, ich habe gar nicht so viele Themen, ich habe auch gar nichts weiter vorbereitet. Ich bin jetzt gerade von Arbeit nach Hause gekommen, wollte eigentlich noch so ein bisschen fliegen gehen. Das Wetter spielt mir natürlich mal wieder einen Streich, es ist ja immer so. Und ja, habe ich mich entschieden, nehme ich das Labervideo heute schon auf und hoffe einfach mal, dass in den nächsten Tagen das Wetter besser ist, dass ich nochmal wieder fliegen gehen kann. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht und habe einfach tierisch Lust drauf. Ja, um was soll es gehen im Labervideo? Erstmal vorweg natürlich, ihr bekommt wieder die Zeitstempel in die Videobeschreibung, klappt die einfach mal auseinander. Dort seht ihr das und da seht ihr auch ein Inhaltsverzeichnis, denn ich habe heute überhaupt gar keinen Plan für das Video. Ich habe mir gar keine Liste irgendwie erstellt oder irgendwie Gedanken groß vorher gemacht. Das ist ein sehr spontanes Video. Ich hoffe, es wird nicht allzu holprig. Und ja, ich denke, wir starten einfach mal. Im letzten Labervideo habe ich euch ja den kleineren Umbruch meines Kanals angekündigt. Das habe ich auch sehr konsequent verfolgt. Auch wenn ich in meinem Urlaub hier mit Renovierung beschäftigt war und in der zweiten Woche dann auch einiges noch erlebt habe, also unterwegs war, habe ich trotzdem jede Woche zwei Videos veröffentlicht, immer dienstags und freitags um 14 Uhr. Diesen Rhythmus möchte ich auch versuchen, jetzt im sogenannten Sommerloch beizubehalten. Ob das dann Sinn macht, weiß ich noch nicht, werde ich mal sehen. Durch die Umstrukturierung meines Kanals sind natürlich die Zugriffszahlen extrem eingebrochen. Auch die Kommentare sind erheblich weniger geworden, was natürlich ein bisschen schade ist, aber damit hatte ich irgendwo auch gerechnet. Denn Leute, die sehen wollen, wie ich ein Bild in Luminar entwickle zum Beispiel oder wie ich mit Darktable arbeite, die interessiert nicht, wenn ich irgendwo durch den Wörlitzer Park oder durchs Rosarium in Sangerhausen laufe. Ist natürlich ein bisschen schade, aber daran seht ihr auch, wie breit gefächert eigentlich meine Interessen sind. Und das spiegelt ja der Kanal auch so ein bisschen wider. Ich mache so viele unterschiedliche Sachen, dass ich mich irgendwann mal jetzt entschieden habe, halt auf eine bestimmte Schiene zu gehen. Und das ist eben halt rauszugehen, euch mitzunehmen, euch meine Eindrücke zu präsentieren und ja, euch so ein bisschen in mein Leben zu lassen, wenn man so will, wenn ich unterwegs bin. Natürlich nicht in meinem Privatleben oder so, das möchte ich nicht. Aber wenn ich draußen unterwegs bin oder sowas, dann würde ich euch gerne mitnehmen. Dafür fehlt mir nach wie vor der Mediamod von GoPro, der mir dann irgendwann hoffentlich bald die Möglichkeit bietet, mein externes mein Rode Wireless Go anzuschließen, um einfach eine vernünftige Tonqualität euch auch bieten zu können. Das interne Mikrofon der GoPro ist nicht schlecht, das kann man nicht sagen, wisst ihr selber, ihr habt schon einige Videos von mir gesehen, die ich mit der GoPro 8 aufgenommen habe, mit dem internen Mikrofon. Aber man weiß immer nicht so genau, wie man sich drehen soll, wie man sich stellen soll, wenn es windig ist. Und wenn es zu windig wird, dann hört man auch nichts mehr. Das wird mit dem Mikrofon natürlich nicht anders sein. Aber da kann ich mich selber besser korrigieren und besser ausrichten. Und die Qualität des Mikrofons ist natürlich auch hochwertiger. Zumindest glaube ich das. Ich habe eine Information von GoPro bekommen, dass die Dinger demnächst wieder auf Lager sein werden. Ich habe sie bei meinem eigentlichen Händler, wo ich eigentlich immer all meine GoPro-Sachen, auch meine Copter, jahrelang gekauft habe, storniert, weil ich einfach die Faxen dicke habe. Weil die Leute, die bei GoPro gekauft haben, die haben teilweise das Ding mittlerweile bekommen und ich habe es leider immer noch nicht, obwohl ich es im letzten Dezember bestellt habe. Ich möchte aber trotzdem auch nicht wechseln zu DJI oder sonst irgendwas. Ich mag diese Markenvielfalt, mit der ich unterwegs bin und ich möchte mich da nicht so unbedingt festlegen. Für jeden einzelnen Bereich festlegen, ja, aber ich möchte nicht alles von einer Firma haben. Also so monopolmäßig möchte ich nicht unterwegs sein, obwohl ich natürlich auch weiß, dass das dann miteinander alles sehr gut harmoniert und sehr gut zusammenpasst, möchte ich diesen Weg trotzdem nicht gehen. Und ich bin großer Fan von GoPro, das wisst ihr, also da mache ich ja und habe ich auch noch nie ein Hehl draus gemacht. Ich mag diese GoPro-Produkte und ich bin auch bereit, GoPro zu unterstützen und denen zu helfen, auch in diesen schweren Zeiten, wie sie jetzt einfach sind. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen nachsehen, auch wenn ich mich immer wieder ärgere, dass das blöde Ding nicht kommt. Aber ist halt so.
Man kann es nicht ändern, und wenn ich da und wenn jeder dann seine Bestellung da storniert, dann ist GoPro irgendwann wahrscheinlich pleite und dann gibt es tatsächlich nur noch chinesische Hersteller. Und ja, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Na klar, produziert wird am Ende des Tages sowieso alles in China, aber ja, egal. Ich habe eine Meldung gekriegt von GoPro, dass die Dinger demnächst wieder erhältlich sein werden. Ich habe mir jetzt erstmal nur den MediaMod bestellt, weil das für mich im Moment das Wichtigste ist. Und ich hoffe, dass der im Laufe der kommenden Woche, vielleicht in den nächsten 14 Tagen, dann endlich hier ist. Und dann stelle ich mir das Ganze eben halt alles ein bisschen anders vor. Nämlich, wenn ich dann im Zoo bin, dann kann ich das auch so ein bisschen kommentieren, ohne dass ich hier eine Kamera vor mich halten muss oder sonst irgendwas. Sondern ihr hängt dann ganz gemütlich hier an meinem Revers. Das sieht nicht gleich jeder, das bekommt nicht jeder mit. Und kann ein bisschen kommentieren und dann trotzdem mit der großen Kamera filmen oder mit der GoPro filmen oder ich kann fotografieren und ihr seht ein bisschen die Einstellungen und sowas. Das sind so die Dinge, da habe ich richtig, richtig Lust drauf, da freue ich mich auch drauf. Und natürlich werden wir dann zusammen auch unterwegs sein mit dem Fahrrad und wir erkunden hier die Region. Und all diese Dinge habe ich da so im Kopf, die schweben mir so im Kopf rum. Und ich weiß auch, dass ich dadurch wahrscheinlich noch mehr Leute von meinem Kanal erstmal fernhalte. Ich habe aber die große Hoffnung, dass sich das irgendwann wieder umkehrt und dass für viele Leute dann vielleicht doch interessante Themen dabei sind, interessante Locations dabei sind und einfach die Leute dann sagen, hey, das ist aber cool, was der da macht. Also das wäre so eine Geschichte, die würde mich unheimlich freuen, diesen Weg einzuschlagen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich überhaupt keine Software-Videos mache oder mehr mache. Das habe ich schon alles noch so auf der Agenda, aber im Moment ist es einfach so, ich habe einfach keine Lust, mich an meinen PC zu setzen. Ich arbeite auf Arbeit sehr viel mit Computer, eigentlich den ganzen Tag, wenn man so will. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann möchte ich eben nicht immer noch ewig Software-Videos aufnehmen. Also mir reicht das, die Software zu benutzen, die Sachen, die ich brauche, fertig zu machen. Und dann muss es im Moment halt erstmal genug sein. Das kann sich in 2-3 Monaten wieder ändern, dass ich dann wieder 2-3 Software-Videos mache im Monat. Das kann ich im Moment nicht sagen, bin da sehr spontan, was solche Dinge angeht. Aber ja, muss man einfach abwarten. Trotzdem und dafür vielen, vielen Dank an alle. Mittlerweile sind es 2500 Abonnenten hier auf YouTube. Was für eine verrückte Zahl. Bin ich richtig, richtig stolz drauf. Freut mich unheimlich. Ich weiß ganz klar, da sind viele Karteileichen dabei. Das sieht man auch an den Aufrufzahlen der Videos in letzter Zeit. Da müssten ja viel mehr Leute die Videos gucken. Das ist natürlich nicht so. Mit manchen Videos erfreue ich mich ja, wenn ich 150 Aufrufe kriege. Das habe ich mit dem Luminar-Video innerhalb von 3 Stunden. Aber Luminar ist eben halt nicht mehr das Thema, was ich bedienen möchte. Das machen andere, hatte ich schon im letzten Labervideo gesagt, wesentlich besser als ich, mit viel mehr Erfahrung als ich. Und warum soll ich da jetzt auch noch meinen Senf abgeben? Wir können das gerne hin und wieder immer mal machen, wenn da Interesse besteht. Aber im Dauerzustand wird das einfach nicht mehr sein. Ja, dann auch auf Instagram geht es bei mir richtig gut vorwärts. Es sind mittlerweile über 1100 Abonnenten. Mit Instagram habe ich ja eigentlich erst im letzten Jahr so richtig angefangen. Und ja, bin sehr, sehr stolz auf die Abonnentenzahl. Und ich freue mich auch immer über die vielen Likes, die ich für meine Fotos bekomme. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account. Und wer überhaupt gar kein Instagram benutzt und jetzt sagt, ey, warum hast denn du kein Facebook mehr oder warum hast du überhaupt kein Facebook? Ätsche, bätsche, ich bin wieder dabei, ich habe wieder Facebook. Den Link setze ich euch ab heute wieder in die Videobeschreibung und dann könnt ihr da hin. Ich bediene allerdings die Facebook-Seite nicht aktiv, sondern alles, was ich auf Instagram mache, wird einfach automatisch auf Facebook mitgeteilt. Aber so habt ihr zumindest die Möglichkeit, für die Leute, die Instagram nicht haben, meine Bilder und sowas auch auf Facebook verfolgen zu können. Und ich denke, das ist eine ganz nette Geschichte. Und ja, mir selber macht das jetzt nicht wirklich mehr Arbeit. Und von daher ist das für mich völlig in Ordnung. Für die Leute, die außerhalb von YouTube gar kein Social Media bedienen oder nutzen, ja, geht einfach auf meine Webseite. Dort könnt ihr in der Galerie auch immer wieder neue Fotos entdecken. Also die aktualisiere ich sehr, sehr regelmäßig. Ganz im Gegensatz zum Blog, den ich fast gar nicht bediene, weil es fehlt mir einfach die Zeit und die Lust, da irgendwelche Texte zu schreiben immer. Ich mache das hin und wieder, aber eben nicht so in dem Maß, wie man einen Blog eigentlich betreiben sollte, damit er wirklich Aufmerksamkeit erregt. Aber die Galerie, die könnt ihr euch jederzeit anschauen, die tue ich permanent eigentlich
aktualisieren. Eventuell schaue ich mal, ob ich irgendwie eine andere Software oder ein anderes Preset finde, wo dann nur noch die Bilder gezeigt werden und der Block völlig verschwindet. Aber das mache ich, wenn der Sommer vorbei ist und ich wieder Zeit habe für solche Dinge. Ja, ansonsten haben sich viele von euch gewünscht, mal ein Review bzw. ein Langzeitfazit zum Surface Pro 7. Das werde ich im Anschluss an dieses Video hier aufzeichnen. Also wer auch in der kommenden Woche das ein oder andere Video bei mir schaut, der wird mich in der gleichen Uniform und in der gleichen Location noch einmal entdecken. Denn das Video habe ich geplant, jetzt hier gleich im Anschluss aufzuzeichnen für euch. Da gab es einige Nachfragen zum Surface Pro 7, was man damit am Ende des Tages so alles richtig machen kann. Ich hatte das zwar alles schon in meinem ersten Surface-Video so ein bisschen angeschnitten und gezeigt, aber macht das gerne hier nochmal, das ist überhaupt nicht das Problem. Und ja, das ist so das, was im Moment auf der Schippe steht. Also denkt halt dran, Instagram, Facebook, meine Webseite. Der eine oder andere fragt auch immer, wie er mich unterstützen kann. Habe ich auch schon oft genug erklärt. Schaut einfach in die Videobeschreibung und wenn ihr vorhabt, euch bei Amazon was zu kaufen, macht es einfach über irgendeinen Link, der zu Amazon führt, hier in meiner Videobeschreibung. Und wenn ihr euch dann was bestellt, dann erhalte ich da eine kleine Provision, was mich natürlich sehr freut. Und wenn das ein bisschen eine größere Provision ist, dann kaufe ich mir dafür wieder Dinge, die am Ende des Tages in den Kanal fließen, also euch auch wieder ein bisschen was bringen. Aber das ist natürlich kein Muss und ich möchte auch niemanden dazu auffordern oder sonst irgendwas, einfach nur, weil es gefragt wurde. Dann wünscht sich der ein oder andere so eine Art Q&A. Ich glaube, dass man mit 2500 Abonnenten noch nicht wirklich ein Q&A machen kann, also ein Frage-Antwort-Video. Aber wenn ihr Fragen an mich persönlich habt, zu meiner Ausrüstung, zu meinem persönlichen Leben, Dinge, wo ich dann bereit bin, die preiszugeben, oder allgemein Fragen zu Koptern, zu Kameras, zu ND-Filtern oder keine Ahnung zum Surface oder was auch immer euch einfällt oder auf der Seele brennt, schreibt es mir gerne, in dem Fall auch gerne per E-Mail, ist überhaupt kein Problem. Und wenn sich da genug zusammensammelt, so dass ich vielleicht ein 5, 6, 7, 8 Minuten langes Video zusammenbekomme, dann mache ich gerne so ein Q&A-Video für euch. Der ein oder andere wünscht sich das schon länger. Ja, vielleicht bekommen wir ja einfach genug Material zusammen. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ja, was habe ich sonst noch so zu berichten? Ja, mein Urlaub ist schon rum, mein großer Jahresurlaub, der ja eigentlich hätte in Südtirol stattfinden sollen. Dann hier mit Renovierungsarbeiten in meinem Wohnzimmer oder in unserem Wohnzimmer geendet ist. Aber naja gut, man kann nicht alles haben und da geht es den Menschen wie den Leuten in diesem Jahr einfach. Wir haben halt einfach Pech gehabt, dass wir unseren Urlaub zu weit in der ersten Jahreshälfte hatten wahrscheinlich und deswegen keine Möglichkeit gab, diesen tatsächlich antreten zu können. Jetzt könnte man da hinfahren, aber naja, die ganzen Einschränkungen, die da überall gelten, ob ich da so wirklich Lust drauf gehabt hätte, weiß ich auch nicht so genau. Ist halt so und ja, es kommt ja vielleicht auch wieder ein neues Jahr. Ansonsten, was so Technik angeht, ich habe aktuell nicht geplant, mir irgendwie was Neues anzuschaffen, mir irgendwie was Neues zu kaufen oder so. Ich bin mit dem Equipment, was ich im Moment habe, wirklich wunschlos glücklich. Was mir fehlt, ist der MediaMod. Habe ich ja schon oft genug angesprochen. Und ich möchte auf jeden Fall wieder mehr fliegen gehen und mehr mit der Mavic Air 2 machen und davon mehr Videos online stellen. Ich weiß auch, dass das nicht wirklich viele interessiert. Trotzdem möchte ich das gerne machen und habe da Lust zu. Und ja, allgemein möchte ich meinen Kanal nach den Dingen jetzt gestalten, die mir Lust machen oder auf die ich Lust habe, die mir Spaß machen. Und ja, so soll es dann einfach weitergehen und dann werde ich gucken, wo die Entwicklung hingeht, wie sich das Ganze auf meinem Kanal entwickelt, was die Abonnentenzahlen angeht, was natürlich die Zugriffsstatistiken angeht. Aber es wird wahrscheinlich eher nicht so sein, man soll zwar nie sagen, aber es wird nicht so sein, dass ich extra, um wieder ordentliche Zahlen zu bekommen, wieder anfange, Software-Videos zu machen. Irgendwie, wie gesagt, ich für mich selber habe das Gefühl, da bin ich am Ende. Ich bin an einen Punkt angekommen, wo die Ergebnisse, die ich erziele in den unterschiedlichen Anwendungen, die mir ausreichen. Mehr möchte ich nicht, mehr brauche ich auch nicht. Mehr brauche ich auch nicht für meinen YouTube-Kanal oder für meine Social-Media-Kanäle. Ich bin einfach an einem Punkt angekommen,
wo ich zufrieden bin mit dem, was ich erreiche in den unterschiedlichen Softwareanwendungen. Und deswegen auch selber keinen Antrieb mehr habe, mich damit wirklich zu beschäftigen. Ich arbeite so unglaublich viel mittlerweile mit Presets, die mir einfach das Leben leichter machen, die mir einfach mehr Zeit geben, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das ist mir im Moment einfach wichtiger als Software-Videos, damit ich mehr Abonnenten oder mehr Zugriffszahlen bekomme. Ja, das ist so im Groben das, was ich hier im Labervideo Juli so berichten wollte. Jetzt kommt natürlich dazu, dass wir uns wahrscheinlich schon in einem Sommerloch befinden. Oder was heißt wahrscheinlich? Definitiv ist das so. Trotzdem werde ich versuchen, meinen Upload-Zyklus beizubehalten. Ob das denn sinnvoll ist, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt, das ein oder andere Video zu verschieben, wenn die Sommerlochphase quasi vorbei ist. Aber ja, ich weiß nicht, wie man es richtig macht. Da fehlt mir einfach die Erfahrung. Und ja, ich denke, dass ich einfach weitermache, pro Woche 2 Videos. Vielleicht wird es auch mal die eine oder andere Woche geben, wo nur ein Video online geht. In den letzten Jahren hatte ich sogar im Sommer immer eine Pause gemacht auf YouTube. Das ist im Moment so nicht geplant. Aber was nicht ist, kann auch noch werden. Ich habe keine Ahnung, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, Videothemen, wo ich mal ein Video drüber machen soll oder eine Location mal erkunden soll für euch, weil sie von euch zu weit weg ist, hier in der Region, in der ich lebe, im Dreieck Halle Leipzig quasi, wenn man so will, Bitterfeld, Halle Leipzig, so in diesem Gebiet, schaut mal auf Google, ob ihr da irgendwo was findet, was euch interessiert, lasst es mich einfach wissen, und wenn da was dabei ist, wo ich sage, ey, das ist ja cool, das schaue ich mir mal an, dann mache ich das natürlich gerne, nehme die Kameras mit, nehme, wenn es geht, den Kopter mit, und dann kann ich da gerne mal ein Video zu und darüber machen. Bin ich ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen und würde mich freuen, wenn ich da Feedback bekomme. Wie immer vielen Dank an alle, die immer wieder kommentieren. Vielen Dank an alle, die immer wieder einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank auch an die, die einen Daumen nach unten geben. Noch schöner wäre, wenn sie mir mal schreiben würden, was ihnen nicht gefällt. Das wäre dann die ehrlichere Kritik, als immer nur einen Daumen nach unten zu geben und abzuhauen. Aber das ist halt so bei YouTube. Das werden wir nicht ändern. Das ist schon immer so, leider. Ist ein bisschen schade, aber es gehört hier, glaube ich, einfach mit zu dieser YouTube-Geschichte dazu. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch meine Standard-Abmoderation hier durchzuziehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Denkt in dem Zusammenhang auch unbedingt an die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neuer Content auf meinem Kanal online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Ich wünsche euch allen ein super schönes Wochenende und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Dort geht es dann rund um das Surface Pro 7. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Daniel.